Das ist das Berliner Stadtschloss, das politisch umstrittenste Gebäude Deutschlands. Es ist halt die Wiedererrichtung eines Prachtbaus der Hohenzollern und damit absolut abzulehnen. Jetzt geht es gegen die Inschrift, die sich um die Kuppel zieht. Es sind Bibelzitate, wie das im 17. Jahrhundert nun einmal üblich war. Nicht weltoffen genug und deshalb unangemessen, befindet Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Es gibt bereits eine Tafel oben auf dem Dach, die Besucher darüber informiert, dass man sich vom Christentum distanziert. Aber das reicht Frau Roth nicht. Sie möchte die Bibelworte an der Kuppel von einem Kunstprojekt jetzt verdecken lassen. Es scheint geradezu ein Naturgesetz zu sein. Kaum fällt irgendwo in Deutschland der Entschluss, ein altes Gebäude wieder aufzubauen, formiert sich ein Chor der Kritiker, warum das schrecklich rückwärtsgewandt sei, um nicht zu sagen rechts.